Wir sind zurück mit einem neuen Talk, ja, heute mal in diesem Skype-Format. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich glaube, wir haben heute einige Sachen zu besprechen, ein paar persönliche Sachen auch, ein paar Sachen, die sich jetzt noch im Nachgang ergeben haben. Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir den Talk ein bisschen verspätet gemacht haben. Ne, Kilian, würdest du auch so sehen? Und was wir alles zu besprechen haben, das erfahrt ihr in diesem Video. Germany's Next Topmodel 2024, Staffel 19. Alles anders, alles neu. Aber wir sind trotzdem wieder da. Ja, ein Tag verspätet. Und jetzt möchte ich was sagen. Und ich muss sagen, dass ich ehrlich gesagt enttäuscht bin von einigen Nachrichten, die vor allen Dingen Ramon bekommen hat zum Thema: Wir verlassen uns auf euch und was soll das? Der Talk kommt nicht. Also Leute, passt mal auf. Mal zu den gesamten letzten Wochen in meinem Leben. Ich glaube, einige Menschen haben mitbekommen, oder ich glaube es nicht nur, wir haben ja auch Nachrichten bekommen, ob das im Insta-Live war oder unter dem einen oder anderen Talk. Mir ging es richtig beschissen. Und zwar wirklich richtig beschissen. Das hat private Gründe, die spielen hier auch überhaupt keine Rolle. Aber mir ging es wirklich sehr schlecht. Das ist auch der Grund, warum Ramon zum Beispiel immer zu mir gekommen ist, um mir einiges zu erleichtern, dass wir diesen Talk auch immer drehen konnten. Denn obwohl es mir so schlecht ging, habe ich gesagt, ich möchte diesen Talk machen. Obwohl es sehr einfach gewesen wäre zu sagen, mir geht's so scheiße, ich drehe diesen Talk nicht und ich komme auch nicht auf Insta Live. Manchmal saß ich hier zu Hause und habe geheult während der Pausen und bin dann auf Insta Live gegangen mit verheulten Augen. So wichtig ist mir Germany's Next Topmodel und ihr. Und deswegen haben mich die Nachrichten noch mehr getroffen und auch warum der Talk jetzt einen Tag später stattfindet. Ich war in Thailand und habe dort gedreht. Und zwar gab es dort Drehtage, die bis zu 16 Stunden gingen. Und zwar draußen. In Thailand ist es jetzt zwischen 30 und 40 Grad mit sehr hoher Lufttemperatur. Das war wirklich anstrengend. Und ich bin auch da wieder mitten in der Nacht aufgestanden, um bei Instagram mit live zu kommen. Und dann bin ich nach Hause geflogen und ich brauchte von Tür zu Tür über 26 Stunden. Dann waren wir zu spät, der Flug in Deutschland wurde nicht erreicht, dann saß ich wieder da und habe auf den nächsten Flug gewartet und ich bin einfach nach Hause gekommen und war komplett leer und fertig und angestrengt und habe zu Ramon gesagt, ey, ich muss die Folge noch gucken, das wird heute nichts, das wird nicht gut, lass uns das einen Tag später machen, was ja jetzt an Ostern noch nicht so das Problem sein sollte. Und deswegen finde ich es wahnsinnig schade, weil wir haben den Talk nicht ausfallen lassen, sondern einfach nur einen Tag verspätet. Leute, mir geht's auch wieder richtig gut. Alles ist gut bei mir jetzt, aber so waren einfach die letzten Wochen. Ihr müsst auch nicht spekulieren, was bei mir los war. Es war einfach etwas los. Alles hat sich geklärt, mir geht's wieder gut. Aber ich wollte das mal sagen, warum mich solche Nachrichten echt enttäuschen, weil ich glaube, jeder weiß, wie wichtig mir das Ganze hier ist. Ja, ich finde, du hast es sehr schön gesagt. Ich finde auch, das kann ich jetzt auch nochmal aus meiner Perspektive sagen. Also ich liebe all das hier, was ich mache, ob das die Talks mit Kilian sind, ob das die Interviews sind oder auch Einzelvideos. Ja, ich mache das wirklich gerne. Ich habe in diesen ganzen, ich mache es jetzt schon mehr als 10 Jahre. Es gab bei mir nie eine Pause, aber ich sage euch auch, das alles hier steht nicht über der mentalen Gesundheit, über der körperlichen Gesundheit, über der Gesundheit von Kilian oder irgendwelchen anderen Gästen. Wir machen das so, wie es passt. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Fertig. Ja, wenn von 19 Wochen einmal ein Talk einmal später kommt. Man muss ja dazu auch noch sagen, ich habe auch noch ein anderes Leben und ich habe einen heftigen Job. So, und ich habe wirklich sehr viel zu tun und sehr viele Projekte gleichzeitig. Und trotzdem versucht man es irgendwie hinzubekommen. Und deswegen, falls das nochmal passiert, hört einfach auf, solche Nachrichten zu schicken. Aber ich glaube, jetzt kommen wir zu einem nächsten Thema, was auch angesprochen werden muss. Ja. Ja. Und das solltest du machen. Ja, also es ist ja in dem, ich habe ja ein Interview gemacht
mit Max und da wurden ja so ein paar Themen angesprochen. Da ging es auch nochmal um die Situation bei dem Setcard-Shooting. Er hat auch nochmal geschildert, was für Informationen er bekommen hat. Er wusste, dass er in diesen Wettbewerb geht und sein Vater gesundheitliche Probleme hat. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz sagen, dass es immer eine individuelle Frage ist, wie man damit umgeht. Es ist natürlich so, wenn du in eine TV-Produktion gehst, bist du in einem gewissen Rahmen abgeschnitten von der Außenwelt. Das weißt du im Vorfeld. Du musst halt dann für dich die Frage dir beantworten, möchtest du das oder möchtest du das nicht oder möchtest du im nächsten Jahr antreten oder nicht? Da gibt es kein richtig und falsch. Das kann nur jeder für sich entscheiden. Fakt. So, du hast Kontakt im Fall von Germany's Next Topmodel zu der Familie, aber natürlich nicht 24/7, auch nicht, wenn ein Familienmitglied von dir krank ist. Das als Beispiel wusste Max, hat er ja auch im Interview gesagt und er hat ja auch gesagt, dass er jetzt auch nicht aus freien Stücken ausgestiegen wäre. Jetzt ist es natürlich in diesem Interview dazu gekommen, dass der Kontext entstanden ist und ich sage jetzt ganz bewusst Kontext, weil ich jetzt hier nichts in irgendeine Richtung schieben will, aber der Kontext ist entstanden, dass er vor dem Shooting die Information bekommen hat, wenn ich das so richtig verstanden habe, ihr habt es auf jeden Fall so verstanden, denn das war das Feedback in den Kommentaren, dass quasi sein Vater verstorben ist und dass das der Grund ist, warum er so schlecht beim Shooting war. Und ihr habt natürlich auch in die Kommentare berechtigt. Ich habe das auch so verstanden und ich habe mich ein bisschen gewundert, weil in der Sendung sagte er so, ja, ich habe gestern Abend geweint und mir ging es nicht gut wegen der Situation, weil es meinem Vater schlechter ging und habe das dann aber in dem Interview so verstanden, dass er gesagt hat, er hat das kurz vor dem Shoot erfahren, dass sein Vater, dass es ihm schlechter ging und dass er gestorben wäre. Ja. Genau. Und das passte aber für mich nicht so ganz zusammen mit dem, was ich in der Sendung gesehen habe. Richtig, danke, dass du es nochmal zusammengefasst hast. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe in dem Interview nicht weiter nachgefragt und mir, das ist eine unglaublich unangenehme Situation und ich wollte da jetzt nicht so nachhaken. Aber ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, dass das so ein großes Thema wird. Auf jeden Fall ist es natürlich in den Kommentaren ein sehr großes Thema geworden, weil die Leute natürlich gesagt haben, wie unsensibel können Mitarbeiter von einer Produktion sein und diesen Punkt verstehe ich natürlich auch. Und ganz viele haben dann natürlich auch geschrieben, Ramon, frag doch mal bitte bei ProSieben nach, wie das denn sein kann, dass man in so einer, ich sage jetzt mal, sensiblen Situation damit so umgeht. Und die Antwort ist, ich darf dir auch hier sagen, ich habe gesagt, dass ich nachfrage, um das im Talk zu thematisieren, dass das wohl ein Missverständnis seitens von Max sein muss, denn diese Information gab es so während des Drehs mit Max nicht. Also niemand von der Produktion hat ihm diese Information so mitgeteilt, weil das so quasi nicht stattgefunden hat. Dass der Vater gestorben ist. Ja, diese Information hat man ihm während der Dreharbeiten nicht gegeben. Wir alle wissen, dass der Vater seiner Krankheit erlegen ist. Also das ist ja ein Fakt, von dem wir alle wissen. Es war aber nicht zu dem Zeitpunkt des Shootings. Es war auch nicht in dem Moment, auch nicht einen Tag davor. Deswegen war die Produktion auch so ein bisschen irritiert, was ich da gefragt habe. Das ist die Antwort, hat so nicht stattgefunden. Ja, er wurde darüber informiert, dass sich der Gesundheitszustand seines Vaters verschlechtert hatte. Aber niemand von der Produktion, es wurden mehrere Menschen befragt, haben ihm diese Informationen gegeben, weil sie es selber gar nicht wussten. Also wenn jetzt Max die Möglichkeit hatte, mit seinem Vater zu sprechen und er die Information irgendwie bekommen hat, indem er mit der Familie telefoniert hat, weiß niemand, ne? Spielt auch keine Rolle, aber die Information von der Produktion gab es so nicht und die Produktion wusste es auch selber nicht. Das wollte ich nur ganz kurz sagen, um dieses Missverständnis aufzuklären. Die Produktion hat mir auch gesagt, oder besser gesagt ProSieben hat mir auch gesagt, wenn sie das gewusst hätten, wären sie nicht zu Max hin vor dem Shooting und hätten ihm das gesagt, sondern sie hätten ihn aus dem Wettbewerb genommen, weil das keine Situation ist, die man jemandem aussetzen möchte. Also ich habe ja auch andere Informationen gehabt. Deswegen hat mich das ganz so ein bisschen verwundert. Ja, also nach meinen Informationen ist der Vater viel später verstorben. Dazu kann ich jetzt nichts sagen, das weiß ich nicht. Also Fakt ist, der Vater ist im Zeitraum der gesamten Dreharbeiten, ist das passiert. Die Dreharbeiten gingen, wie wir alle wissen, bis ungefähr Mitte, Ende Februar. Max ist im Dezember aus diesem Wettbewerb ausgeschieden. So, ja. Jetzt würde ich dich mal gerne was anderes sagen. Ich wollte das einfach nur aufklären, weil ich das natürlich dann, Leute haben gesagt, Ramon, du müsstest eigentlich auch mal ProSieben fragen, wenn das Thema im Raum steht, weil das ist natürlich krass. So,
Das ist einfach nur die Information, die ich mit euch teile. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und jetzt würde ich dich nochmal ganz kurz fragen, Kilian. Ich war ja auf dieser Premiere, Chantal im Märchenland. Da habe ich auch ein Video gemacht, wo ich die Models getroffen habe. Da waren ja nicht alle, aber einige. Die waren ja sehr aufgestylt. Jetzt würde ich natürlich mal gerne wissen, was du als Fashion-Experte zu den Looks der Models sagst. Die Looks an sich selber fand ich cool. Den einen mehr, den anderen weniger, aber ich fand sie cool. Aber es gibt halt so eine Regel, aber ich glaube, die kennen die halt noch nicht. Aber es gibt in dieser Branche eine unausgesprochene Regel, wo sich Leute, die auch was von sich halten, eigentlich auch dran halten. Okay. Man strapst sich nicht mehr auf als die Menschen, die dort im Fokus stehen. Das ist einfach eine goldene Regel. Weißt du, wenn es so Sachen gibt wie Bambi oder Deutscher Filmpreis oder so, da kann sich ja jeder auf, da stehen okay die Nominierten im Vordergrund, aber da geht es. Aber bei so einer Premiere, wo jemand anders im Fokus steht, nimmt man sich ein bisschen zurück. Zum Beispiel das beste Beispiel an dem Abend, Paulina Rojinski, die mit zu den größten Stars in diesem Land gehören, hat in diesem Film nicht mitgewirkt. Also hat sie sich sehr zurückhaltend für ihre Verhältnisse angezogen. Und das ist so eine Regel, das würde ich denen so als Tipp geben. Zieht euch cool an, zieht euch schön an. Aber es geht im Leben nicht immer nur darum, sich selber zu exposen. Also das ist mir in dieser Folge wieder des Öfteren aufgefallen. Mhm. Es gibt Momente, da muss man sich anpassen. Das gehört sich einfach so. Ich meine, früher habe ich mich immer gefragt, warum ist eigentlich zum Beispiel Angelina Jolie und Leonardo DiCaprio und so nicht bei jeder Oscarverleihung. Also mir hat man mal erklärt, dass man so große Stars oft nur einlädt, wenn sie auch nominiert sind, weil sonst den anderen die Show gestohlen wird. Mhm. So. Und das hat sich auch so ein bisschen in meinen Kopf gebrannt. Also als kleinen Tipp, zieht euch cool an, aber ein bisschen zurückhaltender, weil das schon in der Branche so ein bisschen unausgesprochene Regeln sind. Okay. Ist ja eine gute Information. Wusste ich jetzt so im Detail auch nicht, aber kann man ja von lernen. So, jetzt ab zur Folge. Ja, also es fing ja mal wieder an mit der kleinen Armin-Show. Mhm. Armin und sein Sport, was er da zur Schau getragen hat. Oder auch wieder Armins, ich kann nicht Schauspielern Vorlesestunde. Das war mir sehr unangenehm. Gott sei Dank gab es ja in dieser Folge noch sehr gute Momente für Armin und mit Armin. Aber in dem Moment dachte ich nur so, ach Armin, nein. Lest das nicht mehr so vor, als würdest du gerade auf der Theaterbühne stehen. Funktioniert meiner Meinung nach für mich nicht. Dann hat ja das angefangen mit einem versteckten Casting mit Emmy Cafelatte. Das sind ja auch Freunde von mir, beziehungsweise Arbeitsfreunde. Ich habe ja schon oft mit denen gearbeitet und ich finde, dass die Marketingchefin das richtig gut gemacht hat. Also mir hat das sehr gefallen. Ich mag auch diese versteckte Casting-Situation. Und dann gab es ja von Sarah auch irgendwann die Aussage am Pool liegend oder da, ne, im Hotel. Ja, hätten wir gewusst, dass es ein richtiges Casting ist, hätte man sich vielleicht anders verhalten. Deswegen sage ich immer wieder, man ist in einer TV-Show, wo man nicht weiß, was passiert. Bereite dich richtig vor. Und wenn es heißt, es ist eine Casting-Challenge, wir üben ein bisschen Casting, dann zieh dich an, als gehst du zu einem Casting. Das muss man aber fairerweise sagen, das haben die meisten wirklich toll gemacht. Max hat sich natürlich wieder exposed mit seinem Mantel, den hat er dann aber auch ausgezogen. Ich finde, für ein Casting war das top, auch ein bisschen zu bauchfrei, aber das ist halt er. Das muss er natürlich für sich so sehen. Ich würde ihm empfehlen, das bei einem Casting nicht zu machen. Das drängt einfach in eine viel zu krasse Richtung. Der Kunde muss immer Neutralität sehen können bei einem Casting, weil für mich als Kunde oder auch für einen anderen Kunde ist das Produkt das Wichtigste und dafür sucht man jemanden, der es darstellt, der es zeigt, der es anbietet. Und da geht es in erster Linie ums Produkt. Man hat ja auch genau gesehen, wie wurden die Models angezogen. Das wurde alles abgepasst auf den Kaffeebecher. Da sieht man, wie ein Kunde denkt. Es muss ein rundes Bild geben. Und ein Kunde hat kaum Zeit. Ja, und der muss sich sofort seine Vision vorstellen können. Ich finde, dieses Casting und vor allen Dingen auch, als dann das Shooting für diesen Job war, hat genau gezeigt, warum man Neutralität braucht. Mhm. Ich finde, dass
einige das ganz gut gemacht haben, andere nicht so gut. Also ich finde, all denen hat man seine Erfahrung einfach angemerkt. Voll, ja. Und damit hat er sehr gepunktet. Das war richtig gut. Jermaine war viel zurückhaltend. Dominik und Alex waren viel zu unsicher. Am Ende haben Khadija, die auch wunderbar zu diesem Produkt passt, als ich wusste, es ist Emmy Café Latte, konnte ich mir schon sehr denken, dass das eine große Favoritin sein wird, weil sie super zu dieser Marke passt. Und am Ende sind es die beiden geworden. Ich finde, es ist ein super Fit gewesen, haben alle richtig gut gemacht. Ja. Ich finde, Heidi hat sich sehr viel Zeit genommen. Und es hat mir viel Spaß gemacht, das anzusehen. Gehe ich mit. Ich finde, ich sehe das genauso. Ich sage jetzt mal was, das ist natürlich ein persönlicher Geschmack. Du hast jetzt eh gerade schon gesagt, dass man sich ja eher beim Casting eher neutral anziehen soll. Aldin war ja auch eher neutral angezogen. Es gibt ja manchmal Outfits bei ihm im Interview, die eher so extravagant sind. Das ist jetzt natürlich auch persönlicher Geschmack von mir. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich diese extravaganten Looks bei Männern nicht so sehr mag. Und mir fällt einfach immer noch mal auf, wenn er diese Basic-Looks anhat, dass er für mich noch attraktiver aussieht, als er ohnehin schon ist, weil er ist ja wirklich ein schöner Junge, ne? Er ist mit diesem Basic-Looks, sieht er für mich, und er kann anziehen, was er will, just saying, bevor hier wieder das Theater losgeht, ja, er braucht das andere gar nicht, sondern er sieht einfach mit so wenig so gut aus, und ich glaube, ihm ist es gar nicht so krass bewusst. Nein, ich glaube, dass es vielen heutzutage nicht bewusst ist, dass man ganz oft sehr wenig braucht, um noch cooler auszusehen, und wo es dann nicht um dein Outfit geht, sondern um dich selber. Aber das muss jeder selber wissen. Ich finde nur, es gibt einfach Momente im Leben, da musst du dich nicht so exposen. Da geht es darum, dich anzupassen. Und das ist gerade vor allen Dingen im Job des Models sehr, sehr, sehr wichtig. Yes. Okay, kommen wir doch zur Setcard. Mhm. Ich muss sagen, dass ich die Stimmung beim Setcard-Shooting oft ein bisschen schwierig fand. Voll. Weil Herr Anwanderer nicht immer so wahnsinnig sympathisch war. Mhm. Ich habe das gar nicht in Erinnerung, dass der so... Mir war er diesmal einfach leider nicht so sympathisch. Also ja, da gab es Shoots, wo ich dachte, ja, ich meine, man weiß selber, wie das ist. Ich komme auch nicht immer als der Netteste und Sympathischste rüber im Fernsehen. Aber ich fand, es war eine komische Stimmung. Egal. Es gab Models, die haben es richtig gut gemacht. Mhm. Es fing direkt gut an mit Armin. Ne? Der hat es super gemacht. Der hat seinen Körper gut unter Kontrolle gehabt. Der hat auch extrem starke Blicke drauf, die sehr einprägsam sind. Ich mochte sein Ganzkörperfoto aber viel mehr als sein Porträt. Das irgendwas hat da für mich nicht ganz gestimmt. Die Bilder waren trotzdem gut. Und er hat das super gemacht. Mhm. Ist natürlich verdient, direkt weitergekommen, und man sieht, dass dieser Junge Talent hat, und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und ich musste auch bei diesem Shooting wieder sagen, herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Frisur. Die ist in dieser Modelwelt genau das Richtige. Man hat auch da wieder genau gesehen, wo er hingehört, was er machen kann. Das ist dieses herbe, männliche und trotzdem dieses Bubihafte noch, was der dazu hat. Und es kann eine große Eintrittskarte für die klassischen Marken wie Boss, Baldessarini und so weiter sein. Und man hat wieder gemerkt, er ist dafür gemacht. Und ich fand es super. Dann kam leider Lilly, die ich vom Gesicht her mit am attraktivsten von allen finde. Mhm. Die hat so ein krasses Gesicht. Mhm. Aber sie konnte leider nicht punkten bei diesem Shooting. Ich muss aber auch mal sagen, jetzt mal Kian, ganz ehrlich, ich habe das ja schon im Livestream gesagt, deswegen wiederhole ich das auch nochmal. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Was mich gerade in der Situation mit Lilly gestört hat, ist, dass sie ist ja trotzdem noch eine Anfängerin, wie die meisten. Und ich hätte mir dann einfach von einem Fotografen wie Christian, der jetzt auch nicht zum ersten Mal dabei ist, der auch schon mit Newcomer-Models gearbeitet hat, der dann irgendwie, also ich hätte mir gewünscht, dass es eine Art Hilfestellung gibt. Also ich meine, wenn du mit Newcomern arbeitest, es ist ein Wettbewerb, man möchte darauf hinarbeiten, dass am Ende im Finale irgendwelche Menschen stehen, die in diesem Wettbewerb am meisten gelernt haben. Und dann immer nur zu sagen, was nicht gut aussieht, ohne groß zu sagen, so hey, komm, versuch mal das zu machen oder mach ein bisschen weniger, dreh dich mal in die, dass sie einfach ein Gefühl dafür bekommen. Weil ganz ehrlich, Kilian, es gab in dieser Staffel ja eigentlich erst ein Shooting, ja? Und das wäre doch für ihn
die Chance gewesen, und ich finde auch ehrlich gesagt, dass es eine Pflicht gewesen wäre, da einfach wirklich ein bisschen Hilfestellung zu abzugeben, weil immer nur dieses... Vielleicht hat er das aber gemacht, aber okay, hat es nicht gesehen. Ne? Das wissen wir nicht. Ja. Also das können wir nicht beurteilen. Da müssten wir jetzt Lilly oder die anderen fragen, ob es Hilfestellungen gegeben hat. Man hat sie nicht gesehen, ja, und so kam das jetzt bei uns an. Aber da, da muss ich sagen, man kann nicht immer alles ausstrahlen. Man kann auch nicht bei jedem Model ausstrahlen, dass dem Model geholfen wird. Es kann aber auch sein, und das gute Recht hat er auch, ja, wenn er in dem Moment nichts in dem Model sieht oder glaubt, wenn ich da jetzt helfe, dann passiert da noch was, dass er das dann einfach nicht macht. Ja, das ist dafür okay. Ist er Profi genug. Dafür ist er Profi genug, wenn er denkt, ich kann hier eh nichts machen, dann verschwende ich weder die Zeit der Produktion noch meine noch des Models. Also das können so zwei Dinge sein, warum er das vielleicht nicht gemacht hat. Ich stimme dir zu, ich fand das alles diesmal nicht so wahnsinnig sympathisch, aber dafür kann es Gründe geben. Dass das nicht für das unsympathisch sein, sondern dass er nichts gesagt hat, wie ich das gerade erklärt habe. Dann war Khadija, ich habe nicht alle aufgeschrieben, es ist auch, glaube ich, nicht komplett wieder die gleiche Reihenfolge. Khadija war einfach toll. Also ich fand es auch eine super Idee von Heidi. Heidi hat, glaube ich, auch erkannt, wo Khadija hin kann, wo Khadija hin muss. Das ist das Kommerzielle, deswegen hat sie das richtig gut gesagt. Lächeln, ich will ein lächelndes Foto von dir haben, weil es gibt nun mal sehr viele kommerzielle Kunden dort. Auch das hat Heidi gesagt und sie hat auch gesagt, ich habe mit meinem Lachen sehr viel Geld verdient. Und ich glaube, dass Heidi bei Khadija genau gesehen hat, wo Khadija hin muss. Khadija kann auch Fashion machen. Ich sehe die nicht bei High Fashion, ich sehe die eher so sportliche Sachen wie Adidas oder kommerzielle Sachen oder Kaffee Emmy Latte, wo sie Dreckkampagnengesicht geworden ist, ohne irgendwelche wirkliche große Erfahrung zu haben. Und deswegen war das sehr schlau, ein lachendes Foto von ihr zu haben. Sehr schlau. Ich habe nichts hinzuzufügen, aber danke, dass du so angeguckt hast. Aldin hat das auch super gemacht. Ja. Der wusste genau, was er tut. Also seine Erfahrung kommt ihm sehr zugute, muss ich sagen. Marvin verwechselt den Fotografen. Fand ich sehr niedlich, kann auch passieren. Ich glaube, es hat ihm keiner übel genommen. Er hat das ganz toll gemacht. Er war auch einer meiner absoluten Favoriten in dieser Folge. Der Junge hat echt was drauf. Das muss ich sagen. Ich fand sein Porträt sah aus wie ein Foto aus den 50er Jahren. Es hat mir sehr gefallen. Ich mag diesen Menschen sehr. Mhm. Hab nichts hinzuzufügen. Okay, danke, weil sonst heißt es wieder, ich lasse dich nicht reden. So. Ich merke, wie vorsichtig du heute bist. Einfach so, ich gucke mir diese Shootings und Walks einfach aus einer anderen Perspektive an als Ramon, weil es ist mein Job. Ja, aber ich finde, wir haben heute zum Beispiel diesen Einleitungsteil super schön gemacht. Du hast was gesagt, ich habe was gesagt, dann hast du wieder was. Das haben wir echt gut gemacht, weil oft sind wir beide ein bisschen durcheinander. Das war heute gut. Ja, das Ding ist aber auch, guck mal, ich guck doch auf einen Walk und einen Shoot ganz anders als du. Ja. Natürlich kannst du das als Außenstehender beurteilen, fandst du das gut oder nicht, aber ich mache diesen Job so lange. Ja, ich habe auch gar nichts hinzuzufügen, deswegen mach weiter. Frieda, ich muss sagen, Frieda ist für mich die größte Wundertüte gerade. Ich lobe ihn sehr viel und das ist auch zu Recht. Der Junge ist gut, der hat Talent, der hat nur ein Problem, er ist einfach viel zu groß. Und das ist einfach so, in dieser Branche gibt es Größen, worauf Musterkollektionen gemacht sind. Und ich glaube, dieser Mensch ist fast 2 Meter groß und es wird einfach schwierig für ihn, Klamotten zu finden. Mhm. Er wird das auch selber wissen, wenn er einkauft. Das wird auch nicht so einfach sein, immer die passenden Klamotten zu finden. Das wird für Shows noch schwieriger als für Shootings. Bei Shootings kannst du schummeln. Trotzdem muss ich wirklich sagen, der Typ hat sehr viel Talent. Der hat genau gezeigt, dass er das kann. Und ich finde, er hat auch bei diesem Shooting sehr vorgegeben, in was für eine Richtung das bei ihm gehen kann. Und zwar auch in dieses klassische, ich sehe den total in Anzug und Krawattenwerbungen. Dieses Gesicht ist wie gemacht dafür. Er war ganz, ganz toll. Auch einer meiner absoluten Favoriten diese Woche. Ja, ich habe den ja übrigens auch getroffen. Und ist ein toller Typ, der hat eine tolle Ausstrahlung. Der ist unfassbar höflich, wirklich nett zuvorkommend. Tolle Ausstrahlung, tolle Aura, toller Typ. Ja. Ja, dann kam Stella. Also diese Frau brauchte diese Woche einen Waffenschein. Ja. Meine Güte, wie kann man so heiß sein wie diese Frau? Fand ich auch also mega. Also die hat das
großartig gemacht, die hat so viel angeboten. Dieses Porträtfoto hätte ich gerne und würde es mir gerne hier aufhängen. Also ich kann einfach nur sagen, ich bin trotz der Unstimmigkeiten letzte Woche nach wie vor ganz, ganz großer Fan von dieser Frau und von dem Talent, was die mitbringt. Das ist für mich, also das ist American Dream Girl. Also ich finde die unfassbar. Als Model, wow, einfach nur ein ganz großes Wow. Dann hatten wir Xenia. Xenia war auch super, hat mir richtig gut gefallen. Bei der saß auch alles, braucht man gar nicht viel zu sagen, außer dass es ein Top-Ergebnis war. Dann kam natürlich unsere lustige Situation mit den Twins. Mhm. Ne? Luca, Julian. Und es ist wirklich so ein bisschen so, der eine ist besser bei den Shootings, der andere ist besser beim Laufen, weil Luca hat es ja bei den Bildern irgendwie gar nicht hingekriegt, sah aus wie ein begossener Pudel. Julian war total super, hat mir richtig gefallen. Dann hast du aber gesehen, die beiden wurden zusammengebracht und beide haben es gut gemacht. Mhm. Was für mich auch wieder zeigt, die beiden werden eh die erste Zeit absolut im Doppelpack gebucht. Ja, ja, ja. Und da sollten die auch drauf gehen, das funktioniert, das wird funktionieren. Ich finde auch bei diesem Setcard-Shooting, wo alles so puristisch war, hat man bei denen auch gesehen, wo sie hin müssen. Ab in das kommerzielle Feld, da ist eh das meiste Geld zu holen. Passt super. Und ich muss einfach auch sagen, ich mag die beiden. Ich habe die ins Herz geschlossen. Ich habe die ja getroffen, Kilian, ne? Und das tut mir jetzt so leid, dass ich das sage. Ich bin ja ein bisschen Schock, nicht schockverliebt, aber die sind ja so süß von ihrem Wesen. Die sind auch so nett. Ich muss aber sagen, alle, die ich dort getroffen habe, also die sind wirklich alle sehr positiv. Und da habe ich mir so gedacht, oh mein Gott, wenn ich da jetzt sitzen müsste, müsste dann irgendjemand von denen irgendwann mal sagen oder auch nicht, tut mir leid, du bist leider nicht weiter. Ich könnte das gar nicht. Also ich habe jetzt noch mehr Respekt vor Heidi als ohnehin schon, weil die sind alle so cute, auch diese Twins. Also die sind so nett und dankbar für alles, habe ich auch auf der Premiere erlebt. Weißt du, kein Höhenflug, gar nichts. Sie freuen sich über alles, sind dankbar. Wirklich ganz süße Menschen. Die sind, ich mag sie auch sehr. Ja, dann kam Alexandra. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen über die gesprochen, dass wir jetzt nicht glauben, dass das so weit läuft. Naja, jetzt ist es vorbei. Leider auch einfach zu Recht, da kam gar nichts rüber. Da war kein Posing, da waren keine Blicke, da war keine Ausstrahlung. Das war alles sehr unsicher. Die Bilder waren wirklich überhaupt nicht gut. Liebe Alexandra, ich meine das alles gar nicht böse, aber ich glaube, das Modeln ist einfach nicht dein Ding. Du hast das ausprobiert, du warst dabei. Ich glaube, du hast eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Ich finde auch, deine Frisur solltest du beibehalten, steht dir richtig gut, passt super zu deinem hübschen Gesicht. Aber ich glaube einfach, zum aktuellen Zeitpunkt ist das Modeln einfach nicht der richtige Job. Das ist so meine, ja. Maximilian. Ja, brauchen wir auch nicht viel sagen. Hat das super gemacht. Er hatte super Blicke drauf. Ging alles ganz schnell. Fabienne, top, selbstbewusst, alles super. Dominik, auch einer der Besten. Dominik mit den langen Haaren. Das Porträtfoto, der absolute Wahnsinn. Ich hatte auch das Gefühl, das ging schnell. Man musste nicht viel sagen. Der hat eine ganz tolle Ausstrahlung. Bei dem bin ich gespannt, aber in welche Richtung das vom Modeln halt gehen wird. Mare, ja, die war einfach zu verkrampft. Die konnte nicht loslassen. Ich bin aber sehr froh und dankbar darüber, dass die weitergekommen ist. Die wird irgendwann locker lassen kommen können. Und dieses Gesicht, also ich meine, als Gott bei ihr stand und sagte, jetzt kommt Mare auf die Welt. Ping, ping, ping. Wenn du die mal, da hat er auch nochmal eine extra Portion Gold über dieses Gesicht geschüttet. Wenn du die mal triffst, du wirst sie lieben. Ja, ich liebe die jetzt schon. Ich finde die ganz toll. Für mich hat die sowas wie meine absolute Lieblingssängerin Miley Cyrus. Ich weiß nicht warum, die erinnert mich immer an die. Und wirklich, ihr wurde Goldstaub ins Gesicht geschüttet und gesagt, ja. Du bist einfach wunderschön, so. Geh jetzt da runter und zeig's der Welt. Ja, dann kam Max. Und da muss man leider einfach sagen, warum auch immer das jetzt war, es hat nicht funktioniert und es sollte nicht sein an dem Tag. Die Bilder waren schlecht, die Ausstrahlung war nicht da, da hat nichts funktioniert. Und ja, ihm ging es schlecht. Wenn es, wie du schon gesagt hast, jeder muss das für sich absolut selber entscheiden.
Ich verstehe auch, dass er trotz dieser Situation zu Hause dahingegangen ist und seine Träume verwirklichen wollte. Und der Vater hat das bestimmt auch zu dem gesagt. Man kann auch nicht sein Leben aufhören. Man sollte weiterleben. Ich wäre, glaube ich, auch hingegangen. Für mich wäre es Sense gewesen, hätte man mir gesagt, der Zustand hätte sich verschlechtert. Mhm. Ich wäre sofort nach Hause gefahren. Da wäre mir jeder meiner Träume egal. Aber wie du selber gesagt hast, es gibt kein richtig und falsch. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er sich in dieser Sekunde fühlt. Und er hat richtig gehandelt, nur seine Aussagen danach waren alle ein bisschen confused. Nuri, kommen wir doch zu Nuri. Was sagst du denn zu Nuri? Ach, bei Nuri, also ich finde ja, die ist bildhübsch. Diese Fotos, also ich finde, Nuri ist eine, die irgendwie auf jedem Foto gut aussieht. Das ist einfach so, sie hat einfach ein mega Gesicht. Ich finde es manchmal schade, dass sie immer diese Unsicherheiten hat, weil ich finde, dass sie die absolut nicht nötig hat. Aber so ist es manchmal. Ne? Es gibt Menschen, die wissen gar nicht, wie schön sie sind. Aber weißt du, ich muss eine Sache sagen. Ich war zwar auch manchmal ein bisschen überrascht, wie Herr Anwanderer die Dinge rübergebracht hat, aber ich war immer d'accord mit ihm. Ich habe genau verstanden, was er da gerade sieht und was er nicht sieht. Und zwar bei jedem Model, nur nicht bei Nuri. Die Kritik konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Klar, am Anfang, die Posen waren nicht schön, das sah auch nicht gut aus. Dann hat man ihr das aber gesagt. Und dann kamen so viele Bilder daraus, die so gut waren. Auch bei den Porträtfotos wäre ich derjenige gewesen, der sie gebucht hätte und hätte da einige Fotos gesehen, hätte ich gesagt, das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. Ich konnte die Kritik bei Nuri als einzige von allen Models nicht verstehen. Ich fand, Nuri hat das bombastisch gemacht. Die sah ganz toll aus. Mhm. Für mich auch einer der absolut stärksten an dem Tag. Also da war ich mal mit der Kritik nicht so ganz d'accord, muss ich sagen. Dann kam Jermaine. Für mich auch ganz weit oben unter den ersten dreien an diesem Tag. Wahnsinnige Fotos. Warum lachst du jetzt so? Weil er die Fotos für sich so schlecht fand, dass er bei Instagram gepostet hat, dass er diese Fotos nicht veröffentlichen wird, weil er sie nicht mag. Ja, und ich fand sie aber eigentlich gut, aber ihm haben sie nicht gefallen. Ja, ist kein Scherz. Hat in seiner Story gepostet. Nein. Was ist los bei dir, Junge? Also ich meine, ich weiß ja nicht, was sie am Ende ausgesucht haben, ob es die gleichen sind, wie man da gesehen hat. Ich dachte mir nur so, okay, Jermaine, man kann es nicht besser machen. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, er war mein Favorit. Also ich hatte mehrere Favoriten. Ich fand Marvin super. Ich fand auch Armin super. Ich fand Dominik mit den Langhaaren super. Aber Jermaine war für mich, glaube ich, der Beste an dem Tag. Aldin war auch super. Aber ja, Jermaine war für mich die Nummer eins. Schade, aber so ist das mit Geschmäckern. Ja. Total, ja. Linus, was soll man zu Linus sagen? Bombe. Ja. Linus hat super viel angeboten. Auch hier hat man genau gesehen, in welche Richtung das Modeln, glaube ich, bei ihm gehen wird. Das wird auch sehr ins Kommerzielle gehen. Zu Linus kann man, der Linus macht einfach immer alles richtig. Ja. Also ich bin mal echt auf die Folge gespannt, wo er mal nicht abgeht. Ich auch. Ich glaube, das wird es nicht geben. Mhm. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, er ist einfach so bei sich und so fokussiert auf diesen Wettbewerb, dass es die Folge, wo Linus mal etwas nicht gut macht, wird es nicht geben. Ja. Bist du durch mit allen? Nein, zwei Stück. Okay. Josef, der hat auch wieder gezeigt, dieser Blick ist da und der braucht nicht viel mehr, aber es ist, glaube ich, am Ende auch nur ein Blick. Mhm. Weil die beiden Bilder sahen doch sehr ähnlich aus. Ob er jetzt mit seinem Körper so gut umgehen konnte, weiß ich nicht. Ja, und dann kam noch Lea. Dazu kann ich auch nur sagen, mit Stella, das Highlight für mich, tolle Fotos, diese Frau wird, also das, wie ich das letztes Jahr bei Selma gemacht habe, durch diese Zukunftsbrille zu gucken, wenn ich in die Zukunft von Lea gucke, sehe ich da ganz, ganz viele große Jobs, die auf sie warten. Irgendwann, bald, nach dieser Show, vielleicht auch in der Sendung. Man wird das sehen, was jetzt für Jobs kommen. Ganz toll. Ich fand das Fotoshooting sehr gut, um zu sehen, wo das Talent ist. Und ich finde das wirklich, das hat man gesehen, wie viele Models da waren und es standen am Ende nur 6 Stück da, die keine Mappe sofort bekommen haben. Und das finde ich bei der Anzahl der Models echt viel. Mhm. Da ist ganz, ganz viel Talent in dieser Staffel. Ja,
Toll. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zu diesem Thema raus, aber ich möchte hier mal ganz kurz mit einem kleinen Mysterium aufräumen und werde euch so ein bisschen in die Karten gucken lassen, weil ich habe letztens wieder so eine Nachricht geschrieben, die so sagen so, Herr Ramon, du sagst, du warst überrascht, dass Max rausgeflogen ist, aber du wusstest das doch vorher. Was ihr natürlich wissen müsst oder was ihr nicht vergessen dürft, natürlich weiß ich im Vorfeld durch bestimmte Umstände, warum, werde ich euch jetzt nicht verraten, weiß ich natürlich, wer ungefähr wann rausfliegt, aber ich bekomme ja jede Information irgendwann auch zum allerersten Mal. Irgendwann habe ich mitbekommen, dass Max draußen ist und ich habe auch mitbekommen, dass es ungefähr zu einem frühen Zeitpunkt war, weil ich natürlich weiß, genauso wie ihr teilweise, Heidi postet es ja, wann die Dreharbeiten sind. Und natürlich bin ich da schockiert, weil im Unterschied zu euch sehe ich ja quasi nur Fotos von den Models, weiß überhaupt nicht, was da passiert. Ich weiß nicht, wie talentiert die sind, sondern ich bewerte das so nach einer Optik. Und ja, ich war schockiert, als ich damals erfahren habe, dass Max raus ist, weil ich dachte, boah krass, der wird relativ lang dabei sein. Ja, aber guck mal, da muss ich dir ja auch sagen, man kann an einem Foto, was man kennt, an einem Foto oder bei Instagram-Fotos, einfach auch nicht das Talent sehen. Nein, genau. Genau, ich sehe nur ein Foto, ich habe eine Vorstellung davon, wie diese Person ist in meinem Kopf. Die Realität ist eine andere und ich sage, ja, ich war schockiert. Natürlich nicht, als ich die Folge geguckt habe, weil ich ja wusste, dass er da geflogen ist. Aber als ich die Information das allererste Mal bekommen habe, war ich überrascht. Und ja, ich war dann damals irgendwie auch überrascht, als ich mitbekommen habe, dass unser Flugbegleiter nicht mehr dabei ist. Wobei ich auch fairerweise sagen muss, haben wir in Folge 3 damals schon besprochen, dass ich seine Performance auf dem Laufsteg sehr schwach fand und mir da schon gedacht habe, okay, so lange wird er nicht mehr dabei sein. Aber nur, dass ihr jetzt mal so ein bisschen was für eure Gedanken habt, wie das in meinem Kopf so läuft. So, das war das Wort zum Montag von mir. Das war das Wort zum Montag. Das war es auch mit diesem Talk. Ja. Ich kann mit beiden Rausschmissen leben, absolut. Bin jetzt auch nicht so geschockt, muss ich sagen, bei beiden nicht. Und ja. That's it. Also ich möchte trotzdem nochmal sagen, dass mir Max wahnsinnig leid tut, in einem jungen Alter einen Elternteil zu verlieren. Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Also ich meine, ich bin 45 Jahre und bin ein absolutes Mutterkind. Ich rufe meine Mutter wirklich jeden Tag an. Also deswegen, das ist ganz, ganz schlimm und ganz, ganz traurig. Und ich glaube auch, es ist ja alles noch nicht lange her, dass er einfach ein bisschen verwirrt ist und ein paar Daten durcheinander gebracht hat. Und dass man da jetzt auch nicht böse sein sollte. Aber dass du das aufgeklärt hast, fand ich auch richtig. Ich musste es aufklären. Ich bin alles verwundert, weil ich fand in diesem Interview leider viele Dinge widersprüchlich. Ja, ich musste es auch einfach nur aufklären, ehrlich gesagt, weil es in den Kommentaren gefühlt um nichts anderes ging. Und ich in der Situation ihn jetzt auch... Mir fiel es schon schwer genug, überhaupt über diese Thematik zu sprechen, eben weil ich weiß, dass es ein sensibles Thema ist, weil ich Max mag und weil ich auch weiß, dass es ja alles noch nicht so lang her ist von dem Zeitfenster. Aber gut, ich will jetzt auch gar nicht weiter darauf rumreiten. Genau. Ist gesagt. Das war's für diese Woche. Ja. Nächste Woche könnte es wieder spannend werden. Es gibt Castings und Leute, danach die Woche wird es noch spannender. Mega. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.